So, ein wunderschön und herzlich willkommen zurück zu Mightest Creator Server Let's Play. Wobei ich erstmal ein bisschen was erzählen würde. Und zwar folgendes: Ich habe mir da mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir jetzt noch so machen könnten. Zum einen bauen wir gerade unsere Mine. Da waren wir gerade. Und dann hatte ich aber auch noch ein paar Anregungen von Zuschauern. Zum einen von dem netten Herrn. Achso, genau. Beide von gleichen. Beide von zu Ehre. Sören. Whatever. Leuchtturm. Ja. Gute Idee. Werden wir machen. Und zwar richtig schön mit rundem Turm und also quasi, dass es nicht so blockartig aussieht, der Turm, sondern halt der Turm wirklich so ein bisschen rundlicher ist. Wir haben ja Home Decor drauf und die diese Kreissägen-Mod. Damit sollte das hoffentlich kein Problem sein. Und vor allen Dingen, worauf ich halt ein bisschen scharf bin, mit Blinklicht. Das werden wir wahrscheinlich dann mit Mesekon realisieren. Da kennt man ja vielleicht echte Leuchttürme. Die hatten ja früher, hatten die ja quasi einen Scheinwerfer drauf. Der war in der Mitte fest verankert. Der war einfach hell. Da war eine super helle Lampe drin. Ich weiß gar nicht, worauf die ganz früher basiert haben, aber wahrscheinlich einfach eine relativ große Fackel. Beziehungsweise später dann halt Glühlampen, als dann die Glühlampen erfunden wurden. Ich weiß gar nicht, ob es von den Glühlampen überhaupt Leuchttürme gab. Wahrscheinlich eher nicht, weil mit Fackeln kann man gar nicht so viel Licht machen. Ist auch egal. Und dann hatten die quasi um diesen Leuchtpunkt zwei Reflektoren, die sich dann gedreht haben. Ne? Deswegen ja auch immer schön dieses ne, in diesen ganzen uralten Filmen, was halt so romantisch ist, wenn sich da irgendwas was dreht, dieses Licht da oben immer. Kennt man vielleicht auch von alten Feuerwehrfahrzeugen, Polizeifahrzeugen, whatever. Die hatten das gleiche ja mit dem Blaulicht, mit dem Rundumlicht. Das ist immer so schön, ne, die sich immer schon gedreht hat. Der feuchte Traum eines jeden Kleinkindes. Und mittlerweile ist es ja nicht mehr so. Macht man jetzt nicht mehr. Alle heutigen Geräte, heutige Polizeifahrzeuge etc., die haben ja kein festes Leuchtmittel, um die sich Reflektoren drehen, die dann das Licht gebündelt rumdrehen quasi, also das Licht, das gebündelte Licht quasi rumschwenken, wie auch immer man das nennen möchte, keine Ahnung. Sondern heutzutage ist es halt klassisch, man hat ein Leuchtmittel, heutzutage halt LEDs, ne? Und LEDs sind halt wesentlich besser dazu geeignet, die einfach periodisch an- und abzuschalten. Das heißt, die Leuchtmittel blinken direkt und leuchten, wenn sie leuchten, in alle Richtungen mit einmal. Oder halt gerichtet, je nachdem, wie es gebraucht wird. Und dementsprechend werden wir auch eine Art moderneren Leuchtturm machen, wo wir halt kein festes Leuchtmittel oben haben, was dann rundum leuchtet, weil das kriegen wir hier in MyTest nicht hin. Also, ich wüsste zumindest nicht wie. Ich lasse mich da gerne belehren, aber meine Skills ermöglichen es nicht. Und deswegen werden wir halt oben zentral einen Leuchtblock hinmachen. Weiß nicht, ob wir da dann so einen Meseblock hinbauen. Muss ich da noch gucken. Irgendwas, was halt leuchtet. Was aber auch ein Mesesignal empfangen kann. Und dann werden wir mit Mesekon einfach wieder so eine On-Off-Schaltung bauen, die dann halt dieses Licht ansteuert. Ja. So, und dann hatte ich aber noch einen Kommentar bekommen. Und zwar hatte ich ja vor kurzem, beziehungsweise das war kein Kommentar, sondern eine Nachricht. Und zwar hatte ich ja vor kurzem dieses, mein Trost Subgame, was ja nichts anderes war als ein stark abgespecktes Mindtest-Game. Also, ne, Vanilla Mindtest ist ja so schon relativ nicht so ganz contentlastig, sondern eher so, ja, wenig schlicht und einfach. Und ich hatte ja, wie gesagt, letztens mal so ein Let's Play gezeigt, wo ich ein, ja, noch schlichteres und noch abgespeckteres Spiel gemacht habe. Und da hat mich auch die nette Sören darum gebeten, mal ein Tutorial zu zeigen, wie man denn überhaupt so ein Subgame erstellt.
Deswegen, wenn wir das jetzt mal zuallererst machen. Übrigens habe ich auf Wunsch von C-Hyper, dem netten Dude, der auf YouTube hier, Peter Sch Siderer, öffentlich abonniert, ein Jahr. Du kannst all diese Abonnenten. Habe ich ihn abonniert? Bin ich jetzt gerade dumm? Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ja, genau. Was wollte ich gerade sagen? Genau. Und ja, er hat halt auch gefragt, ob ich dieses mein, ja doch genau, mein Trost-Game halt zum Download zur Verfügung stellen kann. Weswegen ich halt hier kurzerhand auch dieses ganz normal in VIP Games halt jetzt ein Post dafür erstellt habe, wo man das Ganze über Mega downloaden kann. Das sieht dann so aus. Also wer Interesse hat an Mein Trost, wie gesagt, es ist, ihr habt ja gesehen, das Spiel ist alles andere als, sondern eher so, ne? Aber wer Bock drauf hat, ich glaube, es gibt nicht so wenige, die genauso bescheuert sind wie ich, oder C-Hyper. Die könnt ihr, wie gesagt, hier von hier downloaden. Einfach hier direkt auf Download klicken und dann wird das Spiel ganz normal als ZIP-Datei gedownloadet. Können das dann entpacken? Genau. Ich brauche es natürlich nicht, weil ich habe es ja schon. Weg da. Verlassen. So, und genau. Dann einfach, wie ihr das entpackt und in welchen Ordner ihr es entpackt, habe ich im Forum mit reingeschrieben. Genau. Ja, so. Das heißt, zuallererst, wir müssen mal auch darum bemühenderweise kümmern, wie wir denn ein entsprechendes kleines Game erstellen. Das ist tatsächlich, oh ja, ein bisschen Handarbeit, aber ultra leicht eigentlich. Also, zumindest wenn es ein so einfaches Spiel ist wie das, was ich erstellt habe. Was wir zuallererst machen, wir gehen in unseren MyTest-Ordner rein, dann gehen wir unter Games. Dann holen wir uns eine, also in meinem Fall habe ich das halt so gemacht, holen wir uns eine Kopie von MindTest. Da haben wir, ne, also MindTest Game, wo ihr das herbekommt. Wenn ihr das noch nicht habt, könnt ihr euch das einfach direkt downloaden von GitHub, beziehungsweise es gibt es auch im Forum Downloadmöglichkeiten, wo ihr direkt MindTest Game downloaden könnt. Ansonsten, wenn ihr es downloadet, ich mache es mal wirklich Schritt für Schritt. Ich hoffe mal, ich sprengt jetzt den Rahmen nicht. MyTest.net sollte jedem eine Adresse sein. Da gehen wir einfach mal auf Download. Und dann haben wir hier diese ZIP-Datei. Die downloaden wir. Und wenn wir diese dann gedownloadet haben, ja, mein Internet ist relativ langsam. Ich bin auf dem Land in Berlin. Ich glaube mal selbsterklärend. So. Wenn wir das dann irgendwann mal gedownloadet haben. Gedownloadet haben. Was? Ja, komm, eine Minute noch. Alter. Ist ja hier, das geht ja quasi mit Lichtgeschwindigkeit. Oh. Bitte nicht nachgoogeln. Außer ihr seid schon 18. Warum sag ich das eigentlich? Ist ja auch egal. Genau. Na komm, 20 Sekunden. Sag mal, wie ist das, wie die Zahl immer wieder höher? So, jetzt 20 Sekunden. Vor allem, wie einfach das Wort hier schon einfach alles verrät. Sorry, ich hatte in meiner Diashow ein Bild gesehen und wollte da mal etwas genauer nachforschen. Es tut mir leid, aber ja. Genau. So, dann habt ihr jetzt diese Datei. Das ist, wie gesagt, ein ganz normales ZIP-Archiv. Und in diesem ZIP-Archiv habt ihr einen Ordner. Und hier drin habt ihr dann Games. Und da drin habt ihr MyTestGame. So. Das könnt ihr also ganz normal entpacken.
Dann habt ihr, wie gesagt, diese Ordnerstruktur hier. Und hier ist quasi alles das drin, was standardmäßig in meinem Test drin ist. Für uns wichtig ist dieser Ordner. So. Hier haben wir nämlich alles das drin, was ja, standardmäßig quasi in meinem Test enthalten ist. Und damit wollen wir unser eigenes kleines Spiel bauen. Wie geht das? Also, erstmal gehen wir in unser Games-Ordner, erstellen jetzt einen Ordner, wie unser Spiel halt heißen soll. Also zum Beispiel, weiß nicht, Play. Ja, danke. Game Spiel. Genau. Bester Name ever. So, jetzt kommen mehrere kleine Sachen zum Tragen. Und zwar sieht man hier schon, die grobe Ordnerstruktur ist hier komplett überlastet. Deswegen nehme ich jetzt mal als Beispiel einfach die Ordnerstruktur, die ich bereits genommen habe, von Mindrost. So, wichtig ist der Ordner und diese Datei. Und dann halt diese Datei, der kommt später hinzu. So, das heißt, wir brauchen zuallererst eine Datei, die heißt game.conf. So, diese Datei. Und hier steht nichts anderes drin als der Name. Das heißt, wenn wir jetzt hier haben, in unseren Spielerordner, games.conf, sagen wir hier, Name ist gleich Play Spiel Ever. So, jetzt ist unser Spiel quasi fertig, also einsatzbereit. Das heißt, im Folgenden einfach, es taucht bei MyTest auf. Wenn ich jetzt hier sage, MyTest, dann sollte es jetzt hier unten bei lokales Spiel irgendwo auftauchen. Da. Play Game Spiel. Natürlich kann das Spiel nicht, weil es ist ja nichts vorhanden, aber wir können jetzt sogar schon eine Welt erstellen und sagen, Spiel hosten. Also das Spiel ist so tatsächlich schon funktionsfähig, aber es gibt halt keinen Inhalt. Ne? Das heißt, man fällt endlos in Leere, man hat nichts, man sieht hier unten, die Herzleiste ist einfach ein gelber Balken, man hat gar nichts. Ja, also man merkt schon, da fehlt irgendwie noch was. So, das allererste, was fehlt, ist, man möchte ja hier unten nicht einen klaren Namen zu stehen haben, sondern so wie die anderen alle, ein schönes Icon. So. Und dafür gibt es jetzt diesen Ordner, Menü, weil das hier ist das Menü, daher auch hergeleitet der Name, Menü. Und in dem Ordner haben wir jetzt eine Icon-Datei und eine Header-Datei. So, das machen wir jetzt bei unserem Spiel auch. Das heißt, wir erstellen einen Ordner Menü. Jetzt erstellen wir einfach mal, ich muss mal gucken, ich glaube 48x48 Pixel, ne? Nee, 96, okay. So, das heißt, wir öffnen jetzt einfach ein Bildbearbeitungsprogramm unserer Wahl. Das hier ist schön schlank, schön klein, easy. Nee, ist scheiße, verpiss dich. Und das hier, das ist gut. So. Ja, also angelehnt an Microsoft MS Paint. Da sagen wir jetzt, okay, wir möchten Breite und Höhe bitte 96 Pixel haben. Und jetzt können wir hier ein bisschen was malen. Weiß nicht, zum Beispiel eine Landschaft, so ein bisschen Wald. Dann haben wir da, ja, weiß nicht, ein Bäumchen drauf, der Blätter hat, so ein bisschen so. So, und dann haben wir da ein Haus, das Haus vom Nico Laus oder so, keine Ahnung. Wunderbar. So, jetzt gehen wir hier auf Speichern. Sagen einmal, der zeigt natürlich die versteckten Ordner nicht an, einfach so. Ja, das hat funktioniert. Das geht. Er sagt jetzt. Ach, leck mich doch. Okay. Wenn die Dummheit kickt. So, Icon.
Und die Datei, die speichern wir jetzt einfach direkt in unseren Bilderordner. So, jetzt haben wir hier das wunderschöne Icon. Das heißt, ab jetzt haben wir, du kannst bitte wieder weg. Ab jetzt haben wir ein wunderschönes Icon. So, jetzt sollten wir aber, ne, kennt man vielleicht von hier, richtig schöner Name, hier richtig schöner Name, das können wir natürlich auch haben, hat man ja, habe ich ja bei meinem Spiel auch gemacht. Moment mal. Genau. Hier richtig schöner Namenszug. Das ist ganz einfach, indem man hier eine Header-Datei hinzufügt. Wait a second. Wo bin ich gerade? Wo ist jetzt mein Trost? Ach, wow. Ich gucke die ganze Zeit bei MI. Statt ist ja mit ME geschrieben natürlich. So, genau. Hat man wie gesagt diese Header-Datei. Ist genau das gleiche. Wir haben quasi einfach nur. Ich öffne das mal hier nochmal mit MT-Paint. Kann ich. Wer dieses MT-Paint erfunden? Ah, komm hier. So, haben wir hier unser schönes Blatt. Wobei wir machen das mal lieber neu. Ne, so ein bisschen so, dass man halt reinschreiben kann, was man möchte. Dann kann man Not implemented, sehr schön. Dann schreiben wir per Hand. Dann schreiben wir jetzt einfach hin. ein Traum. Bitte ein bisschen kleiner. Dankeschön. So. Play. So, das Ganze jetzt noch anpassen. Und das Ding speichern wir jetzt als Mindtest Games Play Menü und dann Header.png. So. Damit haben wir diesen wunderschönen Header. Das heißt, jetzt haben wir, wenn wir jetzt meinen Test starten, auch direkt einen wunderschönen Header. Sieht das nicht genial aus? Aber, das heißt, das Menü an sich ist jetzt fertig. Man kann auch ein Hintergrundbild nehmen. Das ist dann einfach Background oder wie das heißt. Da muss ich mal ganz kurz überlegen. Gucken wir einfach mal bei irgendeinem anderen Spiel. Wurzelgarten zum Beispiel. Mal gucken. Ach, die hat es auch nicht. Wasteland zum Beispiel. So. Ach, das heißt Overlay. Ah. Was wir zum Beispiel mal klauen können, ist das von Notecore. Das sieht relativ schick aus. Menü. So. Ach, okay, kann also mehrere Namen haben. Interessant. Gut, auf jeden Fall klauen wir jetzt mal das Ding. So. Background PNG. Wir können sie noch ein bisschen bearbeiten, ne? Ich meine, ist ja hier. Wir sind ja kreative Kinder. Machen wir mal so. Ist schon groß. Hallo. So. Jetzt haben wir da wunderschönes Dingsabumster. Wenn wir jetzt meinen Test starten, haben wir ein wunderschönes Hintergrundbild mit unserem Banner und unserem sagenumwogenen Icon. Ja, aber unser Spiel beinhaltet halt immer noch nichts. So, das heißt, jetzt geht's ans Eingemachte. Nachdem unser Menü jetzt also wunderschön fertig ist, kommt jetzt das eigentliche Spiel. So, bei dem eigentlichen Spiel ist es, wenn man sich jetzt nicht, ne, selber Mods entwickeln möchte, ist es quasi einfach nur zusammenkopieren, wie halt auch, wenn man normal eine Welt erstellt. Man macht. Alter, da draußen ringt jetzt gerade richtig heftig. Egal. Es ist quasi einfach ein Spiel, ist nichts anderes als eine Ansammlung von Mods. Das heißt, wir erstellen auch einen Ordner Mods. Und jetzt legen wir quasi einfach los. Das heißt, wir sagen, okay,
Standmäßig soll ein Spiel bitte immer aus Default und aus Player API bestehen. Das sind quasi die grundlegenden Mods. Das heißt, ab jetzt ist unser Spiel quasi schon richtig spielbar. Wenn wir jetzt spielen, okay, das war jetzt, ist ja hier von MyTest 5.2. Das heißt, ich brauche auch MyTest 5.2. Wenn wir es jetzt spielen, haben wir original das grundlegendste Grundkonstrukt, was geht auf der Welt. So, das heißt, wir sind gleich sterben wir. Genau. So, wir haben jetzt quasi alles das, was halt standardmäßig drin ist in der Default-Mod. Aber mehr halt auch nicht. Es sieht schon relativ viel aus, weil tatsächlich in der Standard-Mod relativ viel mit drin ist. Aber was es heute nicht gibt, ist solche Sachen wie Betten. Also, wie gesagt, jetzt ist halt die Frage, was man alles möchte. Man kann sich ja hier unbedingt mal so ungefähr mal umschauen, was es hier alles gibt. Man merkt also schon, okay, es gibt Blätter, es gibt also Bäume, gibt es schon. Hier Holz, ne? Es gibt diese Gebüsche. Es gibt auch schon Materialien im Boden, also quasi alles, was so Map-Gen-technisch ist, ist bereits vorhanden. Die Welt ist also quasi komplett. Aber du kannst halt in der Welt nahezu nichts bauen, weil es gibt halt keine Eimer, es gibt halt keine Knochen. Du kannst also nicht sterben. Also, wenn du stirbst, behältst du einfach alle Sachen. Es gibt keine Gleise, es gibt nicht mal Betten. Betten ist hier auch eine extra Mod da. Das heißt, jetzt musst du alles das, was du selber halt haben möchtest, hinzufügen. Das heißt, du sagst jetzt, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel auch, dass in meiner Welt Schmetterlinge rumfliegen. Oh, dass es auch Blumen gibt. Fertig. Hauptmenü, neu starten. Und schon hast du in deiner Welt auch Blumen. Also, angenommen, du kommst natürlich in der Gegend, wo Blumen wachsen, klar. Da hinten wird zum Beispiel grün. Ich gebe mal kurz ein bisschen was. Grant me all. Das heißt, ab jetzt. Na gut, hier ist erstmal nur Gras. Aha, da hinten haben wir jetzt auch Blumen. So. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt ein bisschen Holz zum Beispiel. Gucken wir mal ein bisschen weiter hier. Wie sieht es jetzt heute da hinten aus? Gibt es da hinten Bäume? Ich brauche Holz. Gibt es immer Bäume? Na gut, dann gehen wir uns einfach mal ein bisschen Holz. Give me the foul tree. Da sieht man schon, alles, was man quasi hier mit Default hat, gibt es halt jetzt halt auch schon, weil wir halt die Default-Mod halt auch drin haben. So, das heißt, wir haben jetzt Holz, können aus dem Holz auch Bretter machen, aber wir können aus den Brettern zum Beispiel, ich gebe mal nochmal Holz, ach so, fünfmal oder so, keine Ahnung. Hat ja gut funktioniert, ich habe noch in der Zeit schon zu viel. So, jetzt können wir uns das Holzbretter machen, aber wir können mit den Holzbrettern kaum was anfangen. Weil, ja, Türen gibt es keine. Das heißt, Spiel beenden. Wenn wir auch Türen haben wollen, müssen wir auch die Türmod hinzufügen. Hier, Door. Bap. Heißt also, ab jetzt gibt es halt dann auch Türen. Und so kann man sich halt sein Spiel immer weiter kombinieren. Das heißt, da, ab jetzt können wir auch eine Tür bauen. Yay! Wow! Welche stylische Tür! Ja, und wie gesagt, das ist jetzt quasi das Gesamte, wie man halt ein Subgame denn baut. So habe ich halt auch meinen Main-Trost gebaut, indem ich quasi einfach gesagt habe, okay, ein paar grundlegende Mods möchte ich haben. Sieht man ja hier bei mir, Main-Trost, Main-Trost, Main da. Mittlerweile ein bisschen angewachsen, aber wie man halt sieht, halt immer noch weniger als original Main-Test. Und es sind auch ein paar mal Sachen mit bei, wie halt zum Beispiel bei mir Mobs und Big Chests. Dafür sind andere Sachen hier rausgefallen. Solche Fireflies gibt es bei mir nicht und solche Sachen halt, ne?
Und wie gesagt, das ist halt so einfach nur zusammenstellen und zusammenschließen von Mods, die man halt haben möchte. Dann halt noch diesen Menüordner mit ein paar Bilder. Der Ordner ist quasi komplett optional, den braucht ihr auch gar nicht anlegen. Dann habt ihr halt kein Icon, sondern einfach nur den Namen. Ihr könnt selbst diese Datei weglassen, soweit ich weiß. Das heißt, wir können selbst sagen, okay, gibt's nicht, gibt's nicht. Jetzt hat unser Spiel quasi keinen Namen mehr. Das heißt, das, was jetzt angezeigt wird, ist der Ordnername. Okay. Das heißt, eine Games.conf brauche ich auf jeden Fall. Schade. Was mache ich da? Game.conf brauchen wir also doch. Haben Sie das mal geändert? Mir war es das, wenn man es früher nicht brauchte. Dann wurde nämlich einfach hier dieser Weltname angezeigt. Ist auch egal. Machen wir das halt mal. Name X. XX. So. Und das ist, wie gesagt, alles, was man braucht. Jetzt hat man halt ein Spiel. Das heißt halt einfach nur. Ja, hat der gut funktioniert? Wird trotzdem der Ordername angezeigt? Okay. Habe ich gerade Name falsch geschrieben oder warum? Name XX ist so richtig. Ist auch egal. So, auf jeden Fall letztendlich halt das Wichtigste ist dieser Mods-Ordner, dass man hier halt alles das reinzieht, was man halt im Spiel haben möchte. Und daraus besteht quasi gesamtes Subgame. Klar, jetzt kann man natürlich nicht sagen, öh, die ganzen Entwickler, die Subgames entwickeln, die haben es voll einfach, brauchen einfach nur Sachen zusammenschieben. Jein. Wenn sie das machen, ja. Aber es gibt ja auch viele Subgames, zum Beispiel sowas wie, weiß nicht, Mindclone. Da werden sehr viele Sachen, sehr viele Mods noch angepasst, dass es auch zueinander passt und das ist denn das eher Schwierige, die ganzen Mods miteinander zu kombinieren. Oder halt komplett eigene Mods zu erstellen. Aber wenn man halt selber einfach nur ein paar Mods zusammenwürfeln möchte und daraus ein Subgame macht, das geht relativ einfach. Genau. So, würde mal sagen, haben wir auch lange genug darüber gequatscht. Das heißt, ich kann Dinge wieder entfernen. Jetzt haben wir echt fast eine ganze Folge darüber gequatscht. Halleluja. So, die Welt kann ich auch entfernen. Sehr schön. Ist halt immer noch da. Ach lol, das Overlay zeigt XXX an. Ist ja interessant. Ja, gut. So, jetzt sollte das Ding aber weg sein. Perfekt. Und wir legen mal los mit unserem eigentlichen Spiel. Das war natürlich hier falsch. Wir brauchen ja unsere eigene Environment Session. Die da. So. Auf Skywars schon wieder schon viel Action, ey. Ich war letztens übrigens auch mal zum ersten Mal auf einem Skyblock-Server. Oh, fand ich ein bisschen witzig. Ist wie gesagt nicht so meins. Hab mir ein bisschen reingeschnuppert. Ich weiß nicht. Ich kann den Hype dafür irgendwie nicht so ganz verstehen. Also, dass man das Spiel vielleicht mag, ja, aber dass da so viele spielen. Oder vielleicht die Leute, die halt so zwischendurch mal 5 Minuten Zeit haben und dann einfach mal ein bisschen Skywars spielen wollen oder so. Weiß man ja nicht. Aber so als Tagesbeschäftigung kann ich mir das. Würde ich mir das nicht vorstellen können. Nicht wirklich, nein. So. Wir waren hier. Bei die Höhle. Und was wir jetzt machen, ist eigentlich einfach nur weiterbauen. Erstmal. Ansonsten, was ich halt noch vorhatte, wie gesagt, ist halt, da muss ich aber noch gucken, wo wir das Ding hinbauen. Ein Leuchtturm. Den würde ich halt gerne hier irgendwo am Strand bauen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den direkt hier an den Strand baue, weil der wird sich einfach zu überladen. Von daher bin ich eher am Überlegen, ob wir den irgendwo ein bisschen abseits von unserem Haus bauen. Zum Beispiel da hinten auf der Insel. Weil auf der Insel habe ich noch was anderes vor, und zwar ein Hotel zu bauen. Kein großes Hotel, aber ein, naja, halt so ein bisschen ein größeres Gebäude quasi.
Da werden wir aber auch richtig professionell bauen. Das heißt, wir werden erstmal Fundament ausheben, mit das Fundament dann auskleiden und dann quasi die Rohbau hochziehen und dann das Rohbau dann Stück für Stück ausfüllen. So baue ich bisher halt immer meine Hotel. Oh, wir haben einen Gast, meine Hotels. Minimina out. Hoi. Ups. Hoi. Yay. So, genau. Das heißt, da kommt ein Leuchtturm hin, da kommt das Hotel hin. Und dann haben wir da unsere Mine. Und dann noch was? Erstmal nicht, dass ich wüsste. Boink. Reicht doch erstmal. Wie gesagt, alleine für die Mine, für das Hotel werden wir wahrscheinlich etwas länger brauchen. Aber jetzt wollen wir erstmal hier mit der Höhle ein bisschen anfangen. Beziehungsweise. Ich glaube, ich mache doch erstmal Folgenpause. Und dann in der nächsten Folge fangen wir dann an mit. Fangen wir dann an mit der Mine. Sonst nimmt das hier mit der Folgenlänge überhand. Von daher würde ich mal sagen, schau mit vorne.